Bundesministerium für Bildung und Forschung mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 8630 und 8661. Berichterstattung Abgeordnete Dr. Wiebke Ester, Kerstin Radomski, Bruno Höhnel, Christoph Mayer, Markus Bühl, Dr. Gesine Lötsch. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Platzwechsel hat stattgefunden. Die Frau Innenministerin und der Kollege Kuhle können bitte ihre Aussprache nach draußen verlegen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Kerstin Radomski, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die um zwei Monate verlängerten Haushaltsberatungen haben im Bildungs- und Forschungsetat nicht zu mehr Klarheit geführt. Über den rund 22 Milliarden, die für das Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden, schwebt die GMA, die globale Minderausgabe, ein finanzpolitisches Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Was heißt das konkret? Der Haushaltsgesetzgeber stellt Geld zur Verfügung, was aber dann nicht komplett ausgegeben werden darf. Von den 22 Milliarden, die Sie zur Verfügung haben, müssen Sie, Frau Ministerin, 845 Millionen gleichzeitig wieder einsparen. Das ist fast 1 Milliarde Euro. Sie wollen auf diese Weise 4% Ihres Gesamtbudgets einsparen und sind damit Spitzenreiterin aller Ressorts. Ich bin ja eigentlich ein Freund des Sparens. Das ist aber kein echtes Sparen. Das ist echte Intransparenz. Anders als Ihre Kollegen im Kabinett haben Sie sich nicht bemüht, konkrete Vorschläge und Einsparvorschläge zu unterbreiten, sondern Sie glauben, dass Sie Ihre knappe Milliarde im laufenden Haushaltsvollzug wegwirtschaften können, ohne dass jemand etwas merkt. Aus meiner Sicht ist dieser haushaltspolitische Stil der Regierung auch im Detail problematisch. Ich wage mal eine Prognose. Sie versuchen, Ihre GMA zu erbringen, wie Sie das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Und da haben wir schon etwas Anschauungsmaterial. Ein beliebter Griff in die Trickkiste, um sich das Sparen leicht zu machen. Geld wird hinter Schaufensterglas ausgestellt, darf aber nicht abfließen oder, um im Bild zu bleiben, die Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die das Geld gerne hätten, drücken sich an der Scheibe die Nase platt, ohne jemals in den Genuss der kompletten Auslage zu kommen. Sichergestellt wird der Minderabfluss meist durch hohe bürokratische Hürden bei Antragstellungen. Leider liegen mir trotz mehrfacher Nachfragen an Ihr Haus immer noch nicht die Zahlen und die Bereiche vor, aus denen Sie die GMA im Jahr 2023 bestritten haben, die es damals schon in niedrigerer Form gab. Jedoch geben die Zahlen aus dem Jahr 2022 einen Eindruck davon, wie gearbeitet wird. Seit zwei Jahren fordere ich Sie auf, die Richtlinie für die überbetrieblichen Ausbildungsstätten aus dem Jahr 2015 zu überarbeiten. Die veraltete Richtlinie macht es unmöglich, dass angemessen Geld in die Ausbildungsstätten fließt. Woraus wurde die GMA im Jahr 2022 bestritten? Natürlich aus diesem Titel, sowie aus der IT-Sicherheit, der Biotechnologie und der Innovationsförderung in den neuen Ländern. Das Parlament stellt Ihnen Geld zur Verfügung, das Sie mal abfließen lassen und mal nicht. Das Parlament möchte aber Sie gerne kontrollieren. Und deshalb haben meine Ampelkollegen sicherlich auch den Antrag gestellt, dass Sie Ihre Einsparungen transparenter machen müssen. Aus Ihren eigenen Koalitionen, aus der Regierungskoalition wird gefordert, regelmäßig und umfänglich Berichterstattung zu leisten. Ihr Haus muss nun alle drei Monate Rechenschaft über die Zahlen ablegen. Frei nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und am Vertrauen mangelt es inzwischen deutlich. Das kommt einem Misstrauensvotum aus den eigenen Reihen gleich. Und die Medien titeln dazu Endpunkt einer Entfremdung. Ein weiteres brandaktuelles Beispiel für diese Entfremdung ist die DATI. Über zwei Jahre hatten Sie schon Zeit, dieses im Koalitionsvertrag angekündigte Projekt umzusetzen. Für die DATI liegt nach all der Zeit noch kein Konzept vor. Und damit können die Mittel nicht entsperrt werden und in vollem Umfang abfließen.
Der Ausschuss hat nun in seiner Mehrheit zusätzlich zur Konzeptforderung auch noch einen Finanzierungsplan als Bedingung eingeführt. Ich fordere Sie auf, Frau Ministerin, liefern Sie endlich. Kommen Sie Ihren angekündigten Versprechungen nach und lassen Sie den Worten Taten folgen. Die von Ihnen eingerichtete Gründungskommission würde sich sicher freuen, endlich handfeste Ergebnisse aus dem Ministerium zu sehen, auch wenn sie sicherlich nicht vergisst, wie sie bei der Standortentscheidung vor den Kopf gestoßen wurde. Man könnte noch lange über weitere bürokratische Ergüsse aus Ihrem Haus sprechen. Das neue DAAD-China-Papier böte dafür genügend Anschauungsmaterial aus meiner Sicht. Aber ich möchte auch noch kurz die inhaltlichen Anträge der CDU-CSU-Fraktion nennen. Wir haben mehr Geld für Forschung zu Long-Covid gefordert und die Stärkung der Fusionstechnologie. Und natürlich haben wir zu unseren Anträgen auch Gegenfinanzierungen eingereicht. Aber leider wurde das alles von der Mehrheit im Parlament abgelegt. Die Legislaturperiode ist zur Hälfte vorbei. Sie sind seit 2 Jahren im Amt, aber Ihre Bilanz ist leider alles andere als gut. Schade für den so wichtigen Bildungs- und Forschungsbereich. Die Aufgabe Ihres Hauses ist es eigentlich, mit einem klaren Plan in die Zukunft unseres Landes zu investieren. Durch Ihr planloses Handeln machen Sie die Zukunft noch unsicherer, als sie eh schon ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Radomski. Nächster Redner ist der Kollege Christoph Meyer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Ansatz des Einzelplans 30 liegt im Jahr 2024 bei 21,5 Milliarden Euro. Das sind 4 Milliarden Euro mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Der Finanzansatz der CDU-Vorgängerregierung wird mit mehr als 1,5 Milliarden Euro übertroffen. Deswegen ist das ein großer Erfolg der Bildungs- und Forschungspolitik dieser Koalition. So, Sie stellten doch die Bildungs- und Forschungsministerin. Da erinnern Sie sich jetzt nicht mehr so gerne dran. Wir haben in den parlamentarischen Beratungen miteinander gerungen, haben den Antrag, den Entwurf des Kabinetts besser gemacht. Und wenn hier die Kollegin Radomski auf die GMA-Erhöhung hinweist. Wissen Sie, Frau Radomski, hier in Berlin, CDU-geführter Senat, sorgt ein CDU-Finanzsenator für eine deutlich prozentual höhere GMA, nicht nur für ein Jahr, sondern für 2 Jahre. Deswegen sollten Sie vielleicht erst mal in den Spiegel schauen, wie die Union Haushaltspolitik betreibt. Ich glaube, dass die GMA eine Chance ist. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren weiter konsolidieren müssen. Aber Sie haben ja darauf hingewiesen, Frau Radomski, dass der Haushaltsausschuss das eng begleiten wird. Und das ist doch ein transparentes Verfahren. Und wenn Sie sich jetzt hier beschweren, dass die Auflösung der GMA aus dem Vorjahr noch nicht da ist, dann muss ich Ihnen doch sagen, Sie sind doch lange genug im Haushaltsausschuss. Sie wissen doch, dass das im Februar, März kommt, wie in jedem Jahr. Deswegen können Sie jetzt hier keine Krokodilstränen weinen. Wir haben im parlamentarischen Verfahren Fokus auf neue Technologien gelegt, ein Gen- und Zelltherapiezentrum in Berlin, zusätzliche 13 Millionen Euro für künstliche Intelligenz. Wir haben für die Halbleiterforschung und Weiterbildungsstrategie gestärkt, 40 Millionen Euro nach Hamburg ins Röntgenmikroskop Petra IV, ein Erfolg, und das Einstein-Teleskop wird mit einer Machbarkeitsstudie angeschoben. Insgesamt, trotz der knappen Haushaltslage, eine richtige Prioritätensetzung. Wir sorgen dafür, dass die Extremismusprävention, die Forschung gegen Antisemitismus gestärkt wird. Wir helfen Israel mit einer Soforthilfe, und es wurden im parlamentarischen Verfahren 150 Millionen Euro für BAföG eingestellt als Vorsorgetitel. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, dass alle, egal aus welcher Fraktion, aus welcher Partei, jedenfalls die hier mehr Geld haben wollen, dann auch sagen müssen, wo das Geld gegenfinanziert wird. Und das haben bisher weder die Union noch andere Akteure im Haus getan. So, und wenn wir beim Thema Dati sind, Frau Radomski, wissen Sie, es mag sein, dass es ein bisschen zu lange gedauert hat. Das sehen wir, glaube ich, im parlamentarischen Verfahren hier alle so. Und ich glaube auch, dass das Haus unzufrieden ist. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir eine so verkorkste Geburt sehen wie bei der Sprint, wo wir 2, 3 Jahre korrigieren mussten, was die Bildungs- und Forschungspolitiker der Union falsch aufgegleist haben. Und deswegen
hätten wir uns gewünscht, dass das im Jahr 2023 mit der DATI schon geklappt hätte. Jetzt klappt es im Jahr 2024. Das ist ein Erfolg dieser Koalition. Und wenn wir gerade außerdem noch mal bei der Union, ich habe noch mal nachgeguckt, Sie haben ja nachher einen Redebeitrag. Der Fraktionsvorsitzende der Union hat in der Einbringungsdebatte zum Haushalt als Gegenfinanzierungsvorschlag für eine große Steuerreform, die Bund-Länder-Programme angesprochen und hat gesagt, dass das doch ein Gegenfinanzierungsvorschlag wäre. Sie wissen, dass im Einzelplan 30 über 50% der Mittel gebunden sind in Bund-Länder-Ausgaben. Und es wäre doch schön zu hören von Ihnen, ob Sie der Auffassung von Herrn Merz sind oder ob Sie mehr Geld für die Bildung und Forschung wollen oder nicht, Herr Jacomik. Da müssen Sie sich mal ehrlich machen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Sie sich nicht trauen, in den Haushaltsberatungen Anträge und Gegenfinanzierungsvorschläge zu machen, weil wir denn nämlich genau Sie an diesen Gegenfinanzierungsvorschlägen auch messen werden. So, zu guter Letzt, das ist eine gute Tradition, danke ich der Ministerin, den Hauptberichterstatterin oder der Hauptberichterstatterin Wiebke Ester und den Berichterstatterkollegen für eine doch konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir werden uns bezüglich des Haushaltsplans 2025 wieder treffen. Das wird intensiver werden noch als die Haushaltsberatung 2024. Wir werden darauf Wert legen, dass weiter konsolidiert wird und dass richtige Prioritäten gesetzt werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Götz Frömming, AfD-Fraktion. Herr Kollege Jacomik, bitte. Herr Kollege Jacomik, wir sind hier nicht im Ausschuss. Herr Kollege Jacomik, bitte. Wenn das so weitergeht, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Sie haben die ganze Rede des Kollegen Mayer mit dauernden Rufen, das habe ich akzeptiert, konterkariert. Aber das muss jetzt aufhören. Herr Kollege Frömming, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt wird es besser. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, es ist so viel kritisiert worden heute, seit heute Morgen schon, nicht nur Sie, sondern die gesamte Bundesregierung. Ich möchte deshalb mit einem Lob beginnen. Sie haben vor einigen Tagen sich deutlich gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen. Nun gehe ich nicht davon aus, dass Sie auf besondere Weise mit der AfD fraternisieren würden. Wahrscheinlich haben Sie sich eher tragen lassen von demokratietheoretischen Erwägungen. Denn jede echte Demokratie, meine Damen und Herren, braucht auch eine echte Opposition. Und das sind wir, die AfD. Und so gesehen ist natürlich die AfD auch nicht, wie Sie immer insinuieren, eine Gefahr für dieses Land, sondern ein Segen, meine Damen und Herren. Wenn ich dann allerdings lese, Frau Ministerin, dass Sie als Antwort auf das PISA-Debakel, das uns hier auch schon beschäftigt hat, allen Ernstes vorschlagen, an der Zuständigkeit der Länder für die Bildung zu rütteln und das Grundgesetz zu ändern, um Kompetenzen von den Ländern auf den Bund zu übertragen. Da frage ich mich schon, was sich dadurch verbessern soll. Denn schließlich haben ja alle drei Ampelparteien bereits in den Ländern Verantwortung in der Schulpolitik getragen. Und, meine Damen und Herren, Sie haben alle drei, dort, wo Sie Verantwortung getragen haben, kläglich versagt. Was macht Sie eigentlich denn so sicher, dass es nun besser liefe, wenn man die Kompetenz im Bund bündelt, meine Damen und Herren? Wir haben da doch unsere Zweifel. Ganz davon abgesehen ist es natürlich mit unserer Verfassung auch nicht zu machen. Die Zuständigkeit der Länder für die Bildung ist wesentlicher Bestandteil des Föderalismus. Es gibt wenig im Grundgesetz, das man nicht ändern kann. Die föderale Struktur unseres Staates gehört jedoch dazu. Wer daran rüttelt, meine Damen und Herren, der rüttelt auch an den Grundfesten unserer Verfassung. Und das sind klar verfassungswidrige Bestrebungen. Wir werden als Grundgesetzpartei Ihnen dazu nicht die Hand reichen.
Machen Sie doch einfach erst mal Ihre Hausaufgaben, denn in den Bereichen, wo der Bund nun mal wirklich zuständig ist, da liegt ja auch einiges im Argen. Und der Bericht des Bundesrechnungshofes, der spricht hier ja Bände. Die Ausbildungs- und Begabtenförderung inklusive BAföG wird im Vergleich zum Vorjahr um 18,5% reduziert. Beim mit 5 Milliarden üppig ausgestatteten Digitalpakt wissen Sie bis heute nicht, wie viel davon wirklich schon in konkrete Maßnahmen geflossen ist und ob diese Maßnahmen überhaupt zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit unseres Schul- und Bildungssystems führen. Ein ähnliches schwarzes Loch tut sich nun beim Startchancenprogramm auf. Hier sollen in den nächsten Jahren ebenfalls bis zu 5 Milliarden Euro fließen, um Brennpunktschulen besser auszustatten. Keine Frage, meine Damen und Herren, mehr Geld für die Schulen, das fordern wir auch. Aber der Bund darf nicht mit dem goldenen und auch noch ideologisch gefärbten Zügel in die Bildungspolitik der Länder hineinregieren. Er kann hier, wie beim Digitalpakt, die sachgerechte Verwendung der Mittel am Ende gar nicht steuern und kontrollieren. Genau das wäre aber wichtig, sehr geehrter Herr Kollege Gehring. Über die Hälfte der rund 20 Milliarden Euro für Bildung und Forschung steckt inzwischen dauerhaft in Bund-Länder-Vereinbarungen fest. Der Bundesrechnungshof mahnt hier zu Recht eine Entflechtung an, und wir tun das auch. Die Sach- und Finanzverantwortung, meine Damen und Herren, muss wieder zusammengeführt werden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass auch die Wähler wissen, wer für ihre gescheiterten Projekte am Ende die Verantwortung trägt. Aber vielleicht ist das ja gerade Ihre Absicht, alles und alle zu verwirren, um sich am Ende besser aus der Verantwortung stehlen zu können. Wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömming. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Wiebke, erster SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 150 Millionen Euro hat der Haushaltsausschuss dem Bildungs- und Forschungsministerium zur Verfügung gestellt für eine umfassende BAföG-Reform in diesem Jahr. Und wir werden damit die alte Tante BAföG modernisieren und an die Lebensrealität der Studierenden von heute anpassen, beispielsweise mit einer Studienstarthilfe. Denn alle, die schon mal ein Studium aufgenommen haben, wissen, dass noch bevor die erste Vorlesung besucht wird, schon einmal der Semesterbeitrag überwiesen werden muss. Und dann braucht es einen gescheiten Laptop, ohne den ein Studium heute nicht mehr denkbar ist. Und wer dann nicht am Wohnort studiert, braucht auch noch Miete, Mietkaution und die Erstausstattung der neuen Unterkunft. Und was ist, wenn dann die Eltern oder das Eltern nicht so unterstützen können, dass sie das finanzieren oder das Gesparte nicht reicht? Wir werden jetzt mit der anstehenden BAföG-Reform endlich diesen Faktor der Bildungsungerechtigkeit, denn es gibt sie, die jungen Leute, die talentiert sind und deswegen heute kein Studium aufnehmen können. Wir machen mit dieser Ungerechtigkeit Schluss und werden die Studienstarthilfe in Höhe von etwa 1.000 Euro einführen. Wir werden auch das BAföG weiter reformieren. Die Elternfreibeträge wollen wir anheben, die Förderhöchstdauer verlängern. Wir wollen den Studienfachwechsel auch in einem späteren Semester noch möglich machen. Und wir wollen, dass endlich weiter noch mehr Studierende BAföG bekommen. Meine Damen und Herren, wir haben aber auch mit dem vorgelegten Referentenentwurf noch nicht das Ziel erreicht. Denn wir haben im Koalitionsvertrag und in einem gemeinsamen Entschließungsantrag auch vereinbart, dass Freibeträge und Bedarfssätze weiter und künftig regelmäßiger angepasst werden müssen. Und wenn wir im Haushaltsausschuss 150 Millionen Euro für dieses Jahr bereitstellen, dann reicht ein Ansatz von 62 Millionen an der Stelle nicht auf. Und dafür werden wir uns in den nächsten Monaten einsetzen. Meine Damen und Herren, in Gänze liegt uns ein Haushaltsentwurf des BMBF vor, der mit 21,5 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert aufweist. In den parlamentarischen Verhandlungen haben wir zusätzliche Mittel noch akquiriert. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass der Aufstieg der Tatsache geschuldet ist, dass restliche Mittel aus dem Digitalpakt vom 60er umgebucht werden sind. Wir haben Kürzungen, weil Sondereffekte aufgrund von Corona Einmalzahlen ausgebucht werden, sodass man schon in Gänze sagen muss, dass die Frage, ob dieser Haushaltsansatz sinkt oder steigt, schnell zu Missinterpretationen führt. Aber ein Punkt ist bei der Betrachtung des gesamten Haushalts noch wichtig. Und zwar, dass wir einmal schmerzhafte Kürzungsvorschläge hatten,
die wir aber zurückgenommen haben. Christoph Meyer hat darauf schon hingewiesen, und ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei Christoph Meyer und Bruno Hönel bedanken für die gute Zusammenarbeit, weil wir in dieser Ampelkoalition dann geschafft haben, nämlich dass beispielsweise die Kürzungen in der Batteriezellenforschung oder bei den synthetischen Kraftstoffen die Kürzungen zurückgenommen werden können und dass wir viel mehr sogar noch stärken könnten beim Translationszentrum für Gen- und Zelltherapie, beim Röntgenmikroskop Petra oder aber auch die Machbarkeitsstudie für das Einstein-Teleskop. Wir müssen auch, wenn wir den gesamten Haushalt betrachten, sehen, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil natürlich auch auf diesen BMBF-Haushalt einen Effekt hatte. Und zwar zu den eh schon vorgesehenen Einsparungen wurde vereinbart von der Bundesregierung, um weitere 200 Millionen Euro zu kürzen. Über die GMA, die globale Minderausgabe. Da ist erstmal die Frage, was ist die globale Minderausgabe? Und zwar ist der Haushalt ja so aufgebaut haben, dass wir Titel haben, das sind Ziffern und die Bezeichnung dafür, und dann wird dort Geld eingestellt. Summe X für berufliche Bildung, Summe Y für die Forschung zur künstlichen Intelligenz, Summe Z für Gesundheitsforschung. Dann können wir jeweils noch mal auch genauer betrachten, bei der Gesundheitsforschung so viel Mittel für die Forschung gegen Long-Covid, so viel für Frauengesundheit und so weiter. Das machen wir, weil wir politisch diskutieren und dann auch entscheiden wollen, wofür genau wie viel Geld ausgegeben wird. Diese globale Minderausgabe sieht jetzt aber vor, dass es eine Kürzung gibt, die im Laufe des Jahres erwirtschaftet wird, wie man es so schön sagt. Das heißt, das Haus entscheidet, wo es erkennt, dass weitere Kürzungen möglich sind. Das ist erstmal ganz normal, weil es immer mal wieder ein Projekt gibt, das steht da an den Spartgeld, weil etwas günstiger wird. Darum ist die Debatte nicht, ob eine globale Minderausgabe gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, wie hoch darf sie sein und wie gehen wir parlamentarisch damit um? Und die Frage ist, wie hoch darf sie sein? Wenn wir in die fachwissenschaftliche Literatur gucken, dann wird im Normalzustand von bis zu 2% ausgegangen. Wenn wir den Vergleich zu anderen Ministerien sehen, dann sehen wir, der zweithöchste GMA mit 1,6% hat das Bundesministerium von Ernährung und Landwirtschaft. Und wenn wir gucken, wenn wir es in der Vergangenheit war, dann haben wir auch im BMBF schon mal über 3% gehabt als GMA. Aber die 3,9% GMA, die wir in diesem Jahr haben, ist Rekord und die ist dann, wenn sie so hoch ist, parlamentarisch zu begleiten. Wenn wir sagen, sie ist parlamentarisch zu begleiten, dann glaube ich, gibt es zwei Sachen, denn wir wollen ja nicht bei der Analyse stehen bleiben, sondern die Frage ist, was zu tun. Das erste ist, dass es eine klare Erwartungshaltung der Koalition gibt. Da gibt es aber auch überhaupt keinen Dissens zwischen den Parlamentariern und dem Haus, dass diese GMA im nächsten Jahr wieder sinken muss. Das kennt das Haus schon. Wir haben beispielsweise 2015 auf 16 die GMA um damals 40% fast halbiert gesunken. Und die Erwartungshaltung ist, dass wir das für den 25er Haushalt auch hinbekommen. Bleibt die Frage, was tun im Jahr 2024? Und da haben wir als Parlament einen klaren Maßgabebeschluss gefasst. Und dieser Maßgabebeschluss sieht eben vor, dass wir jetzt eng begleiten, ein Reporting-System. Alle 3 Monate, jedes Quartal, werden wir das Haus berichten lassen und gucken, wo sind denn die Minderabflüsse, wo sind denn die Themen, dass das Geld auch zusammenkommt, die 845 Millionen Euro, um die es geht. Und wir werden das begleiten und haben dazu aber auch noch mal sichergestellt durch einen zusätzlichen Maßgabebeschluss, dass die Projekte, die uns parlamentarisch besonders wichtig sind, beispielsweise der BAföG-Beschluss, weiterhin unsere klare Erwartungshaltung vollumfänglich umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir werden mit diesem Haushalt trotz schwieriger, sehr angespannter Haushaltslage viele wirklich wichtige Forschungs- und Bildungsprojekte umsetzen können. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber ein Schwerpunkt, der mir wirklich schon sehr lange auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit am Herzen liegt, ist der Kampf gegen den Antisemitismus. Und über den gesamten Haushalt des Bundes werden wir mehr als 100 Millionen Euro zusätzlich jetzt noch mal zur Verfügung stellen für den Kampf gegen den Antisemitismus. Im BMBF-Haushalt sind das durch die parlamentarischen Initiativen noch mal Stärkung der Minerva-Stiftung, des Tikva-Institut und der MindG GmbH. Wir haben bereits im letzten Jahr begonnen, eine Konfliktakademie dazu an der Universität Bielefeld aufzubauen. Die wird in diesem Jahr an den Start gehen. Wir haben die Kürzungen der Bundeszentrale für politische Bildung zurückgenommen, genauso wie die der Respektcoaches und die bei den Freiwilligendienstes. Denn es ist doch klar, dass es Demokratie nicht umsonst gibt. Wir werden hier als Ampelkoalition in diesem Haushalt einen starken finanziellen Rahmen für Demokratie, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschließen. Wir werden auch
weiter das ganze Jahr die Aufgabe sehen, diese Demokratie zu stärken. Aber es gehört auch zu einem vollständigen Bild dazu, dass das nur ein Baustein sein kann. Ein anderer Baustein ist, dass ganz viele Menschen in diesen Tagen auf die Straße gehen, Zeichen gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für die Demokratie, für ein solidarisches Miteinander setzen. Das muss ein weiterer Baustein sein. Und in diesem Sinne will ich damit schließen, dass meine Bitte an Sie alle ist, dass wir in diesem Jahr alle gemeinsam das ganze Jahr zur Verteidigung unserer Demokratie zusammenstehen und dafür kämpfen. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Esther. Nächster Redner ist der Kollege Bruno Hönel, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Etat für Bildung und Forschung steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn wir die Generationengerechtigkeit stärken wollen. Hier fördern wir unsere Fachkräfte von morgen, die in gar nicht so langer Zeit unser Land gestalten werden. Hier finanzieren wir Grundlagenforschung und fördern die Wissenschaft, damit sie uns in Zukunft Innovation und Fortschritt bringt. Frau Ministerin, Sie haben einmal vom Zukunftsministerium gesprochen. Und ich möchte Ihnen da ganz explizit recht geben. Mit diesem Ministerium, mit diesem Einzelplan wird Zukunft gestaltet. Und er hat eine enorme grundsätzliche Wichtigkeit für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist es gut, dass wir im Regierungsentwurf noch einmal an einigen Stellen Nachbesserungen vorgenommen haben. Wir haben beim BAföG zusätzliche 150 Millionen zur Verfügung gestellt für den zweiten Teil der BAföG-Novelle. Damit können wir die Studienstarthilfe für Studierende aus einkommensschwachen Haushalten einführen. Umzugskosten, Mietkaution, Kosten für technische Geräte halten junge Menschen nachweislich vom Studieren ab. Da wollen wir mit der Studienstarthilfe jetzt für mehr Chancengerechtigkeit sorgen. Auch die Freibeträge können wir mit dem Geld erhöhen, damit wir unser Versprechen einlösen, mehr Studierende ins BAföG zu holen. Unser Credo ist und bleibt, dass der Bildungserfolg nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Genau deswegen haben wir auch das Startchancenprogramm aufgelegt, mit dem wir zielgenau da fördern, wo Startchancen eben nicht so gut sind wie anderswo. Insgesamt 20 Milliarden Euro über 10 Jahre, das sind tatsächliche Investitionen in unsere Jüngsten, die für mehr Chancengerechtigkeit an unseren Schulen in Deutschland sorgen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch bei der Gesundheitsforschung gehen wir als Ampelkoalition den eingeschlagenen Weg hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitssystem weiter. Mit einem Volumen von insgesamt 50 Millionen Euro über 5 Jahre für die Forschung zu Frauengesundheit machen wir noch einmal deutlich, dass wir hier nachhaltig und langfristig einen Schwerpunkt setzen wollen. Die Gesundheitsforschung war zu lang eindimensional auf Männer fokussiert. Das ist ein allseits bekannter Fakt. Das brechen wir jetzt auf und das wird auch Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das Jahr 2024 und ich finde es schon auch ein bisschen gruselig, dass ich einigen hier im Haus erklären muss, warum Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitswesen so relevant ist, warum das im Zweifelsfall über Leben und Tod entscheiden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist das genau die richtige Initiative, die wir hier starten. Leider ist auch der Etat für Bildung und Forschung nach dem Verfassungsgerichtsurteil nicht von Kürzungen verschont geblieben. Wir geben dem Haus jetzt eine große Flexibilität, indem der Konsolidierungsbeitrag von 200 Millionen Euro erst im Laufe des Jahres erbracht werden muss. Damit verbunden ist aber natürlich die glasklare Erwartung, dass unsere parlamentarischen Beschlüsse, unsere parlamentarischen Prioritäten von diesen Kürzungen nicht betroffen werden. Und wir haben über einen Maßgabebeschluss sichergestellt, dass wir da auch die parlamentarische Kontrolle als Haushaltsgesetzgeber haben werden. Und wir haben als Koalition weitere wichtige Schwerpunkte gesetzt. Wir haben in den Bereichen Antisemitismusforschung, Leseförderung, der KI-Forschung, aber auch beim DAAD und der Friedensforschung zusätzliche Gelder bereitgestellt. All das sind wichtige Bildungs- und Forschungsbereiche, die jetzt unter der Ampelkoalition endlich die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zudem, und das war uns wirklich ein Herzensanliegen, haben wir im Bereich der Erforschung von Long-Covid und ME-CFS über die Etats des Bildungs- und Forschungsministeriums und des Gesundheitsministeriums noch mal deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt. In der ersten Lesung dieses Einzelplans habe ich mich den Betroffenen zugewandt
und versprochen, dass wir uns als Koalitionsfraktion für mehr Finanzmittel in diesem Bereich einsetzen, weil wir das Leid der Betroffenen wahrnehmen. Und liebe Kolleginnen, das ist uns gelungen. 180 Millionen stellen wir in den nächsten Jahren zur Verfügung, um das Leid der Betroffenen zu lindern. Wir haben zu unserem Wort gestanden, und ich bin sehr froh, dass uns das gemeinsam als Koalitionsfraktion gelungen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Trotz all der positiven Dinge, die wir in diesem Haushaltsverfahren im Bereich Bildung und Forschung erreichen konnten, kann man nicht darüber wegsehen, dass wir uns in Deutschland in einer Bildungsmisere befinden. Das wissen wir seit einigen Jahren. Die Ergebnisse der IGLU- und PISA-Studien haben das jetzt noch mal verdeutlicht. Ich glaube, wir haben alle guten Grund, darüber nachzudenken, was wir in der Bildungspolitik verbessern müssen. Überlastete Lehrer, schlecht ausgestattete Schulen, ein zu starrer Bildungsföderalismus, dem es an Agilität und Kooperation zwischen den Ländern fehlt. Und ja, auch eine fehlende systematische Förderung für jene, die es dringend benötigen, die nicht selten andere, schlechtere Startbedingungen haben, weil sie eben beispielsweise die Sprache noch nicht in dem Maß beherrschen, wie es notwendig wäre. Hier müssen Bund und Länder endlich liefern. Das ist richtig. Aber was nicht geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das geht vor allem an die Kollegen der Union, ist für all diese Probleme, die wir im Bildungsbereich haben, jetzt ausschließlich die Ministerin verantwortlich zu machen. Das ist einfach unredlich. Die Probleme sind über viele, viele Jahre gewachsen, in denen Sie die Bildungsministerin gestellt haben. Sie stellen aktuell in 6 Bundesländern die Bildungsminister. Dort liegt die Zuständigkeit. Mit dieser Flucht aus der Verantwortung muss Schluss sein. Es ist jetzt an der Zeit, in einen breiten Bund-Länder-Dialog einzusteigen, mit dem Ziel einer echten Bildungswende, wo gerade auch die Schülerinnen und Schüler stärker beteiligt und gehört werden. Die wissen nämlich ganz genau, wo die Probleme liegen, von dreckigen Schulklos bis zur IT, deren Möglichkeiten oft nicht so ausgeschöpft werden, wie es sein müsste. Genau diese Bildungswende brauchen wir jetzt, und da müssen alle dran mitarbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Höhne. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nadine Schön, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Mayer, ich muss mehrere Punkte aus Ihrer Rede klarstellen. Denn die Wahrheit, sie ist immer konkret. Und es kommt bei den Finanzen nicht darauf an, was man in mittelfristige Finanzplanungen schreibt, sondern es kommt darauf an, am Ende, was man Jahr für Jahr in diesem Deutschen Bundestag beschließt und dem Ministerium an Mitteln zur Verfügung stellt. Und da ist unsere Bilanz, dass wir in den Jahren 2005 bis 2021 eine Steigerung von über 5% hatten. Und Ihre Bilanz ist, dass Sie in den Jahren 2021 bis 2024 einen Rückgang von 10% haben. Und dann kommt die Inflation noch dazu, die die Gelder noch entwertet. Und deshalb rechnen Sie nicht mit Zahlen, mit irgendwelchen langfristigen Planungen, sondern vergleichen Sie das, was an konkreter Politik in unserer Zeit geleistet worden ist, mit dem, was Sie an konkreten Zahlen jetzt einstellen. Und dann korrigieren Sie bitte das Bild, was Sie heute an diesem Rednerpult dargestellt haben. Und das Zweite ist das Thema Änderungsanträge. Natürlich, wir haben bereits im Bildungs- und Forschungsausschuss Änderungsanträge gestellt. Nämlich wir haben zum Beispiel 100 Millionen mehr für die Long-Covid-Forschung gefordert. 100 Millionen mehr. Wir hatten auch eine Gegenfinanzierung. Und das wurde von den Ampelparteien abgelehnt. Und deshalb will ich auch das an dieser Stelle klarstellen. Gegenfinanzierte Änderungsanträge im entsprechenden Fachausschuss. Wenn Sie da nicht mitgehen, ist es extrem traurig. Aber stellen Sie sich nicht hier hin und sagen, dass Sie keine Anträge gestellt haben. Und warum wir in diesen Bereinigungssitzungen auf der Basis von diesem verkorksten Haushalt keine Änderungsanträge gestellt haben, haben wir zu Genüge am Rednerpult erläutert. Das liegt nämlich daran, dass der ganze Haushalt schon von Grunde auf schief aufgestellt ist. Und das können wir nicht mittragen. Wir würden den Haushalt ganz anders aufstellen, mit ganz anderen Schwerpunktsetzungen. Und dann hätten wir auch einen klaren Fokus auf Prioritäten, auf Innovation, auf Forschung und Entwicklung und nicht dieses Rumgegurkse, was Sie hier haben. Das Problem, was wir haben, oder was Sie haben, deshalb werden Sie auch an der Stelle gerade so unruhig, ist, dass Sie die zahlreichen Versprechungen, die Sie gegeben haben, alle nicht einhalten.
In den ersten Monaten Ihrer Regierungszeit haben Sie angekündigt, was jetzt alles ganz schnell umgesetzt werden muss. Von der großen BAföG-Reform über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bis hin zu Klarheit und Entbürokratisierung im Digitalpakt, Digitalpakt II etc. Wir wissen heute, im Mai läuft der Digitalpakt aus, bis heute keine Klarheit über den Nachfolgepakt. Wir wissen, im Sommer wollen Sie mit dem Startchancenprogramm starten. Die Gelder wurden gerade vom Haushaltsausschuss gesperrt, weil immer noch kein Konzept vorliegt. Wie sollen denn im Sommer mit den Schulen mit einem Programm starten, von dem Sie heute noch die Inhalte nicht können? Sie haben Verunsicherung bei dem Thema Batteriezellforschung geschaffen, hin und her, vor und zurück. Und mit dieser globalen Minderausgabe schaffen Sie neue Verunsicherung. So kann man nicht arbeiten. Das ist keine verlässliche Politik. Und deshalb rufe ich Ihnen zu, sorgen Sie für Verlässlichkeit und für eine gute Bildungs- und Innovationspolitik in unserem Land. Vielen Dank, Frau Kollegin Schön. Herr Kollege Dr. Hoppenstedt, ich weise die CDU-Fraktion darauf hin, dass die Redezeitüberschreitung von 10% bei den weiteren CDU-Rednern von mir nicht mehr hingenommen werden wird. Ich erteile nunmehr das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Schön. Zahlen sprechen etwas, aber Anträge im Haushaltsausschuss, die sprechen eine noch klarere Sprache, und darauf haben wir lange gewartet. Die Aufstellung der Zahlen für den Haushaltsplan, sie war so herausfordernd wie die Zeiten um uns herum. Aber es geht ja um mehr als die Zahlen, die dort drinstehen. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Erstens. Die Wissenschaft zeigt, Bildung ist der wichtigste Faktor für unseren Wohlstand. Die Wissenschaft zeigt, immer noch entscheidet die Herkunft über den Bildungsweg die größte Ungerechtigkeit in unserem Land. Und die Wissenschaft zeigt, wo Bildung leidet, leidet die Zustimmung zu unserer Demokratie. Die jüngsten PISA-Ergebnisse, sie können uns nicht ruhen lassen. Das Startchancenprogramm, es soll da unterstützen, wo es um das Fundament der Bildung geht. Es muss zum Schuljahr 2024/25 kommen. Der Bund hat geliefert, der Bund steht bereit. 1 Milliarde Euro pro Jahr für die nächsten 10 Jahre. Es geht um unseren Wohlstand. Es geht ums Aufstiegsversprechen und es geht um unsere Demokratie. Es ist Zeit zu handeln. Und es ist gut, dass jetzt durch den Haushaltsausschuss auch wir den zweiten Teil der BAföG-Reform vorverlegen konnten. Mit nach höheren Leistungen jetzt mehr Flexibilität, noch mehr Unterstützung für die, die bisher nur in der Teilförderung waren. Wir schauen nämlich genau dahin, wo es besonders schwer ist. Und auch hier, das BMWF ist bereit. Wir wollen diesen nächsten Schritt zum Wintersemester 2024/25 umsetzen. Ausbildung darf nicht am Geld scheitern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Bereich. Wie lösen wir die großen Herausforderungen? Ein Nobelpreisträger hat es wunderbar beschrieben. Neugier, der unbändige Drang, ein Problem zu lösen und die Zusammenarbeit in Forschungsfeldern, die normalerweise nicht miteinander arbeiten. Ich finde, eine bessere Beschreibung unserer Zukunftsstrategie Forschung und Innovation hätte man nicht geben können, missionsorientiert und mit klaren Zielen ausgestattet. Denken Sie an unseren Hunger nach klimaneutraler und verlässlicher Energie. Die Fusion, eine riesige Chance. Wir investieren in den nächsten 5 Jahren mehr als 1 Milliarde Euro. Das Ziel steht fest, ein erstes Fusionskraftwerk in Deutschland. Und ein klares Bekenntnis zur Batterieforschung. Auch da der Dank für die gute Zusammenarbeit. Der Haushaltsausschuss hat 70 Millionen Euro für die kommenden Jahre bereitgestellt. So verringern wir die Lücke, die der Wegfall der KTF-Gelder reißt. Wir brauchen mehr technologische Souveränität, nicht weniger, meine Damen und Herren. Oder das Thema künstliche Intelligenz, die wichtigste disruptive Technologie unserer Zeit. Fast 500 Millionen Euro investieren wir allein 2024. Das ist fast doppelt so viel wie in der gesamten letzten Legislaturperiode. Denn uns ist klar, sind die Herausforderungen groß, dann müssen auch die Anstrengungen groß sein. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, wir sorgen für mehr Transfer. Unsere Agentur für Transfer und Innovation, sie hat schon losgelegt und jetzt in diesem Jahr wird sie formal gegründet. Der DATI-Pilot bereits ein Erfolg. Wir hatten mehr Resonanz als gedacht durch weniger Bürokratie. Wir können es uns nicht länger leisten, dass die guten Ideen in den Schubladen verstauben. Meine Damen und Herren,
21,5 Milliarden Euro für Bildung und Forschung. Hinzu kommt die Startchancen-Milliarde. Jeder Euro ist ein Euro in die Zukunft unseres Landes. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marc Jung, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das diesjährige Wissenschaftsjahr, von der Bundesregierung gefördert und beworben, steht unter dem Motto Freiheit. Und was hatten die Befürworter der antifreiheitlichen Corona-Maßnahmen ausgerechnet zum Thema Freiheit zu sagen bei der Auftaktveranstaltung am 17. Januar hier in Berlin? Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit gibt es natürlich nur im Ausland, in China, im Iran und so weiter. Kein Wort davon, dass sich in Deutschland ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gründen musste, weil die ideologischen Agendawissenschaften, Postcolonial Gender Studies mit ihrer Intoleranz und aggressiven Cancel Culture nicht nur andere Meinungen, sondern Daten und Fakten aktiv unterdrücken. Eine Bedrohung der Freiheit gibt es allerdings auch in Deutschland, so der Tenor auf dieser Veranstaltung. Und das sind, Sie raten es vielleicht, die bösen Populisten und namentlich die AfD. Wenn die Präsidentin des Deutschen Ethikrates, Frau Professor Büchs, ungefragt und ungeprüft in die mediale Lügenkampagne gegen die AfD einstimmt und zum Kampf gegen unsere freiheitliche Bürgerpartei ausruft, dann sagt das alles über das Übermaß an Gesinnung und den Mangel an Selbstreflexion bei führenden Vertretern unseres Wissenschaftsbetriebs. Ja, Sie schreien jetzt. Ein für den 6. Juli 23 an der Uni Würzburg angesetzter Vortrag von Professor Bernd Abeck über Transsexualität und Transgender musste wegen studentischer Proteste abgesagt werden. Sachbeschädigungen und Beschimpfungen inklusive federführend die örtliche grüne Hochschulgruppe. Und die Bundesregierung macht es ja vor. Ende Mai 22 veröffentlichten 100 deutsche Wissenschaftler einen Aufruf gegen die Infragestellung der wissenschaftlichen Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit durch Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, verunglimpfte diesen Beitrag als Pamphlet, das mit Fake News arbeitet. Das ist staatlicher Aktivismus gegen die Wissenschaft, meine Damen und Herren. Zumindest hat die Biologin Maria-Luise Vollbrecht vor dem Berliner Verwaltungsgericht gegen die Humboldt-Uni Recht bekommen, die ihren Vortrag über Zweigeschlechtlichkeit abgesagt hatte. Angeblich stehe er auch nicht im Einklang mit den Werten der Universität. Werte gehen vor Wahrheit. Soweit sind wir schon. Und die FDP lässt das zu, Frau Strack-Watzinger. Das ist das Gegenteil von liberal. Und das alles hat systemische Gründe. Mit der Einführung der Bologna-Reform vor 25 Jahren wurden die Wissenschaftler stark von der Einwerbung von Drittmitteln abhängig gemacht. Das hat den Einfluss des Staates enorm erhöht, der heute mit seinen Förderlinien elegant steuert, was er von der Wissenschaft hören will. Wer zahlt, schafft an. Wir brauchen daher nicht immer neue ideologische Förderprogramme, wie in Ihrem Haushalt wieder. Wir brauchen eine solide Grundfinanzierung der Universitäten und Hochschulverbünde und damit endlich wieder mehr Freiheit in der Wissenschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jung. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Kaczmarek, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielleicht ist es gut, wenn wir noch mal zu Beginn die Ausgangslage uns vor Augen führen. Das Land wird gefordert durch Krisen, auch finanziell in der Ukraine, Klimafolgen und so weiter. Gleichzeitig müssen wir investieren in Freiheit und Wohlstand der Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass Bildung und Forschung einen zentralen Stellenwert bekommen, dass wir aber auch betrachten, was wir insgesamt schaffen müssen mit diesem Haushalt, die Dinge zusammenzuhalten, Investitionen in unsere Sicherheit, Investitionen in unsere Demokratie, weil Demokratie gibt es nicht umsonst. Investitionen auch in den sozialen Zusammenhalt. Es gibt keine Sozialstaatskürzungen, wie sie uns von der Opposition vielfach vorgetragen worden sind. Und Investitionen in Bildung und Forschung, das gehört zusammen. Wenn ich mir dann ansehe, den Einzelplan 30, dann stelle ich aus meiner Sicht drei Überschriften fest, die das markieren, was wir dort erreicht haben. Das erste ist,
Wir schaffen Verlässlichkeit für Bildung und Forschung in haushalterisch sehr schwierigen Zeiten. Der Bund erfüllt natürlich seine Verpflichtungen für die Grundfinanzierung von Bildung und Forschung weiter. Ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Aber der Pakt für Forschung und Innovation wird mit den garantierten Aufwüchsen weitergeführt. Im Übrigen auch ein Bekenntnis dazu, dass wir die Grundlagenforschung, nicht nur, aber die Grundlagenforschung ergebnisoffen, gut ausstatten, auch mit Forschungsinfrastrukturen, Großgeräten ausstatten werden. Ein wichtiger Punkt. Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der wird nicht einmalig, wie das noch in der Großen Koalition vereinbart war, sondern jedes Jahr um 3% aufwachsen und damit eine sichere Leitplanke für das Herzstück unseres Wissenschaftssystems für die Hochschulen bieten. Das ist ein großer Erfolg und darauf ist Verlass. Die zweite Überschrift, die ich sehe, ist, wir wollen alle Potenziale heben und wir investieren in die Köpfe und in gleiche Chancen. Und wir wissen doch, dass das die wichtigste Ressource ist, die wir in unserem Land heben müssen. Das betrifft alle Ebenen. Ich habe das auch heute Morgen verfolgt mit der frühkindlichen Bildung, wo das auch schon diskutiert worden ist. Ich will die beiden Beispiele, die genannt worden sind, auch noch mal herausgreifen. Das ist zum einen das BAföG. Und wir wollen doch jetzt nicht noch mal ans BAföG ran, weil wir Weltrekordhalter werden wollen im BAföG anpacken oder so, sondern weil wir wissen, dass das BAföG gebraucht wird, wenn wir jedes Talent erreichen wollen. Insbesondere die von ihren Eltern nicht so viel Geld mitbekommen, die sollen im BAföG eine verlässliche Stütze für ihre Ausbildung bekommen. Und deswegen sind drei Dinge wichtig. Wir wollen, dass mehr Leute reinkommen ins BAföG. Deswegen war die Freibetragserhöhung, die wir gemacht haben, schon wichtig. Und da werden wir auch weitergehen den Weg. Wir wollen, dass das BAföG besser an die Studien- und Ausbildungsbedingungen angepasst wird. Deswegen sind viele Überlegungen, die auch im Ministerium gemacht werden zur BAföG-Strukturreform, richtig. Einige sind schon genannt worden. Und das Dritte ist, das BAföG muss eben auch zum Leben reichen. Und deswegen muss es auch an gestiegene Preisindexe angepasst werden. Es ist richtig, dass wir das zusammenhalten. Freibeträge, Strukturreform, höhere Bedarfssätze oder Wohnkostenpauschale, das gibt Sicherheit für alle, die das BAföG brauchen. Und im Übrigen nur einmal kurz am Rande erwähnt, wir werden ja auch das Aufstiegs-BAföG noch anfassen in dieser Wahlperiode und befinden uns dazu auch in Gesprächen, weil das wichtig ist, dass wir die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung nicht nur im Munde führen, sondern auch mit politischen Handlungen belegen. Das Startchancenprogramm ist hier schon angesprochen worden. Es wird könnte ja mal irgendwie sowas wie eine Allzweckwaffe werden, aber es ist tatsächlich nur ein großer Beitrag für Schulen, die besondere soziale Herausforderungen zu leisten haben. Und es wird ein kraftvoller Beitrag, es wird auch einen Paradigmenwechsel einleiten. Und viele Länder haben sich schon auf den Weg gemacht, auch diese Schulen im Besonderen auch zu unterstützen, hier in Berlin beispielsweise oder in Hamburg. Und ich will das mal an meinem Bundesland dokumentieren, was das auch ein Sprung sein wird, den wir jetzt machen werden. In Nordrhein-Westfalen, in meinem Heimatland, gibt es Talentschulen. Ein Schulversuch, der gut ist, will ich gar nicht kritisieren, an dem 60 Schulen teilnehmen. 60 Schulen, das sind 1% aller Schulen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir werden mit dem Startchancenprogramm 10% aller Schulen erreichen. Das wird den Effekt Bund und Länder gemeinsam, betone ich ausdrücklich, den wir bisher hatten für diese Schulen, noch mal um ein Vielfaches vergrößern. Deswegen ist das Startchancenprogramm ein kraftvoller Beitrag für die Schulen in besonderen sozialen Lagen. Und Frau Schön, weil Sie das auch angesprochen haben, Sie können als Union auch einen Beitrag dazu leisten, damit das gelingt. Rufen Sie doch besser, am besten heute Abend noch alle Kultusminister der CDU an und sorgen Sie dafür, dass das Startchancenprogramm eben kein Spielball für taktische Spielchen wird, sondern dass es am Freitag die fertige Bund-Länder-Vereinbarung auch dann durchgeht mit der Zustimmung der Unionskultusminister. Das wäre ein Beitrag, den Sie zum Gelingen beitragen können. Die dritte Überschrift, wir investieren in Forschung und in Zukunftstechnologien. Die Konstruktionsfehler der Sprint haben wir schon beseitigt, das ist hier schon angesprochen worden. Und die DATI wird jetzt, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, wird der nächste Baustein. Und weil das hier so immer ein bisschen auch im Genöle der Opposition manchmal untergeht, will ich noch einmal daran erinnern, und die Ministerin hat es gerade schon erwähnt. Die DATI wird in ihren ersten Pilotprojekten überrannt von Bewerbungen. Und das zeigt, dass es etwas ist, was den Transfer beschleunigt wird. Das zeigt, dass es etwas ist, was von der Community angenommen wird. Und das zeigt, dass wir das jetzt auch zum Erfolg bringen werden. Ich danke dem Haushaltsausschuss da auch für den unterstützenden Beschluss. Die DATI wird jetzt auf die Spur gebracht, und das ist gut für die Forschungslandschaft.
Es finden sich im Haushalt viele Investitionen in wichtige Zukunftsfelder, Biotechnologien im Sinne von individualisierter Medizin, Energiespeicher. Vielen Dank, dass es mit der Batterieforschung wieder repariert worden ist. Wasserstoff, der in großem Maßstab erzeugt werden muss, Quantentechnologie, Supercomputing und vieles mehr. Das sind Zukunftstechnologien und die Investitionen, die im Haushalt da sind, unter schwierigen haushalterischen Bedingungen, die zeigen eine Richtung auf für ein Jahrzehnt, das wir vorbereiten, um eben auch in den Wohlstand der Zukunft zu investieren. Und deswegen zum Schluss. Das darf jetzt nicht jedes Jahr mit dem Haushalt so laufen, wie es in diesem Jahr gelaufen ist. Aber eins ist auch klar, dieser Haushalt 24 bietet viele Möglichkeiten und er dokumentiert, Bildung und Forschung hat eindeutig Vorfahrt. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie zunächst einmal und als Nächste erhält das Wort Laura Kraft für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also die Ministerin hat ja gerade gesagt, jeder Euro ist auch ein Euro in die Zukunft des Landes, also jeden Euro, den wir in Bildung investieren. Und das kann ich nur bekräftigen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja, man kann auch nicht versehentlich zu viel in Bildung investiert haben oder es da so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle übertreiben, sondern ganz im Gegenteil, es wird sich einfach auszahlen. Und selbst in riskanten Zeiten ist das die beste Anlagemöglichkeit, die wir haben. Wir können da sehr freigebig sein aus dem Vollen schöpfen. Und dazu möchte ich auch alle ermutigen. Denn dass das dringend geboten ist, das zeigt uns die PISA-Studie, das zeigt uns die IGLU-Studie, das zeigt uns die Sozialerhebung, auch die Lage der Studierenden ist ja ziemlich schwierig. Und deshalb haben wir auch als Ampel uns vorgenommen, mehr für Bildungsgerechtigkeit zu tun. Das ist dringend an der Zeit. Und es ist einfach so, dass sich in diesem Land die Zukunft eines Kindes nicht an seiner Postleitzahl, wo es wohnt, entscheiden darf. Und deswegen müssen wir da grundsätzlich mehr tun. Und deswegen kann ich alle nur motivieren, hier komplett aus dem Vollen zu schöpfen und einfach das als beste Investition überhaupt zu sehen. Wir machen mehr für Bildungsgerechtigkeit. Deswegen gehen wir auch den Schritt Kindergrundsicherung. Wir haben das Startchancenprogramm, was eben auch schon ausgeführt wurde, was das auch bedeuten wird für viele Schülerinnen und Schüler in diesem Land. Und wir packen die BAföG-Reform an. Wir bringen die Studienstarthilfe auf den Weg. Und deswegen ist es auch noch mal besonders hilfreich, dass der Haushaltsausschuss mit seinem Beschluss zusätzlich 150 Millionen fürs BAföG bereitzustellen hier auch zeigt, dass es da einen politischen Willen gibt, aus der Mitte des Parlaments heraus hier auch mehr zu tun. Denn bisher sind die Studierenden auf der Strecke geblieben. Wir sehen gerade die schwierige soziale Lage. Und deswegen kommt das genau zur rechten Zeit. Und jetzt müssen wir auch die Strukturreform im BAföG so ausgestalten, dass wir Studierenden bestmöglich in diesem Land helfen. Wir stärken die Forschung, das wurde eben auch schon erläutert, indem wir auch in Großgeräteforschung investieren. Petra 4 wurde erwähnt, wir haben die Polarstern ausfinanziert. Wir machen mehr für den Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der auch helfen wird, mehr und bessere Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen mit zu etablieren, also mehr entfristete Stellen letzten Endes. Und da hat auch der Haushaltsausschuss mit einem Beschluss noch geholfen, indem wir ein Bund-Länder-Programm, moderne Governance, Personalstrukturen, also sprich ein Tenure-Track-Mittelbau, auf den Weg bringen werden. Und hier zeigt sich auch noch mal der politische Wille. Und da möchte ich auch allen im Haushaltsausschuss für danken, uns da auch noch als Parlamentarier gemeinsam dazu unterstützen, auch gegenüber ja, den Reformen, die wir auch im Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf den Weg bringen. Das flankiert das Ganze besonders gut. Und ich möchte noch erwähnen, es gibt ein Herzensthema, und über das ich mich besonders freue, und das ist, dass wir die Long-Covid-Forschung ressortübergreifend gestärkt haben. Wir haben zusätzlich rund 200 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist einfach ein wichtiges Signal an die Betroffenen. Und da möchte ich mich noch mal bei allen ganz herzlich für bedanken, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und ich kann nur sagen, beste Bildung ist die beste Rendite, und das freut auch die vielfach bemühte schwäbische Hausfrau. Also da bitte aus dem Vollen schöpfen. Die nächste Rednerin ist Monika Grütters für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kultur ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar ausgegeben ist.
Dieses trotzige Vertrauen, das Mark Twain in die Widerstandskräfte und den Selbstbehauptungswillen der Kultur hatte, fasziniert uns. Und doch müssen wir auch immer wieder an die Fürsorgepflicht der Politik gegenüber diesen für unser Gemeinwesen so wichtigen Milieus wie Kultur und eben Wissenschaft erinnern. Es ist die Pflicht des Staates, das Versprechen einzulösen, das im Artikel 5 unseres Grundgesetzes verankert ist, wo es heißt, Kultur und Wissenschaft sind frei. Denn es ist die Lehre aus dem Totalitarismus, aus der Nazi-Diktatur, die dort zum Ausdruck kommt. Und uns alle mahnt dieses Freiheitsversprechen im Interesse einer wachsamen und lebendigen Demokratie, einige haben das, diesen Zusammenhang ja auch schon erwähnt, einzulösen. Denn frei sein, das können Wissenschaft und Kultur nur, wenn sie unabhängig sind vom Zeitgeist, von Ideologien, von Geldgebern. Es ist also an uns, dem Parlament, für ihre auskömmliche Finanzierung zu sorgen, gerade für die Freigeister in Kultur und Wissenschaft. Sie sind die Avantgarde, die gesellschaftlichen Entwicklungen vorausgeht. Denn mit dem Mut zum Experiment ist ja immer auch das Risiko des Scheiterns verbunden. Aber nur so werden neue Erkenntnisse gewonnen. Nur so werden Innovationen möglich. Nur so können wir Schritt halten im globalen Wettbewerb. Wissenschaft und Kultur sind dann nicht das Ergebnis des Wirtschaftswachstums, sondern sie sind seine Voraussetzung. Vor allem aber sind sie eins, sie sind Ausdruck von Humanität. Und damit das wirksam werden kann, braucht es ein gesundes Umfeld. Das heißt, der Staat muss ihren Wert und ihre Leistung schätzen und finanzieren. Deshalb bin ich enttäuscht, verehrte Frau Ministerin, dass Sie diese Chance zuweilen verpassen, gerade jetzt auf Wissenschaft und Bildung zu setzen, auf das kritische Korrektiv, das eine verunsicherte Gesellschaft braucht, auf die Bildung, die aus den jungen Menschen überzeugte Verteidiger unserer Freiheit macht. Was tun Sie? Stattdessen wird an der DDR-Forschung gespart, obwohl wir immer wieder vermitteln müssen, dass Deutschland aus zwei Diktaturen in einem Jahrhundert gelernt hat. Wenn wir das wollen, dass Diktaturen nicht wieder erstehen, müssen wir die Umstände kennen, aus denen ihr Keim gelegt wurde. Die rigiden Mittelkürzungen des BMBF-Programms DDR-Unrecht sind dafür sicher nicht der richtige Weg. Und ganz sicher ist es ebenso falsch, unseren Nachwuchs und unsere internationalen Wissenschaftskontakte derart zu vernachlässigen. Die begabten Förderwerke und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung müssen ihre kleinlichen Aufwüchse selbst finanzieren. Das heißt, die Zahl der Stipendiaten geht zurück. Wie können Sie das rechtfertigen? Wer, wenn nicht unser begabter wissenschaftlicher Nachwuchs? Wer, wenn nicht die internationalen Wissenschaftler? Und wer, wenn nicht diese geistige Avantgarde, soll mal unser Land gestalten? Wir sollten sie ermutigen und nicht kleinlich mit ihnen umgehen. Es ist schon was dran, eine Ministerin der verpassten Chancen können wir uns eigentlich nicht leisten. Danke. Als nächstes erhält das Wort Ria Schröder für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich geht es uns doch gut in Deutschland. Und trotzdem sorgen wir uns um die Zukunft. In einer Befragung im letzten Juli haben 70% angegeben, dass sie der Ansicht sind, die wirtschaftliche Lage werde sich in den nächsten 5 Jahren eher verschlechtern als verbessern. Zukunftsängste lähmen den Fortschritt, das Land, den Optimismus. Es ist eine Aufgabe von Politik, Anlass für den positiven Blick in die Zukunft zu geben. Und ich bin davon überzeugt, ein solcher ist der Haushaltsplan für Bildung und Forschung. Er ist ein Gegenprogramm zum Pessimismus. Bildung ist Chancenpolitik. Sie ist aber auch die beste und nachhaltigste Wirtschaftspolitik. Der Bildungswissenschaftler Ludger Wössmann hat ausgerechnet, dass in Deutschland ein Rückgang von 25 Punkten bei PISA langfristig 14 Billionen Euro weniger Wirtschaftsleistung bedeutet. So weiterzumachen wie bisher wird uns Wachstum und Wohlstand kosten, sagt er. Deswegen machen wir es anders.
In einer nie dagewesenen Kooperation zwischen Bund und Ländern werden wir mit dem Startchancenprogramm einen Paradigmenwechsel vollziehen. Über die nächsten 10 Jahre 20 Milliarden Euro zielgerichtet gegen den Bildungsnotstand für die Kinder und Jugendlichen, die heute zu wenig Unterstützung bekommen, als dass ihre Talente zum Schein kommen könnten. Damit machen wir Schluss. Wir schaffen einen echten Gewinn für Chancengerechtigkeit und auch für die zukünftige Wirtschaftsleistung. Das Gleiche gilt für das BAföG. Mit der Erhöhung der Freibeträge bekommen Teilgeförderte mehr Geld und mehr Studierende BAföG. Zusammen mit der Studienstarthilfe ist das ein echter Motor für das Aufstiegsversprechen. Mit unseren Investitionen in die Forschung, da stärken wir die Innovationskraft des Landes. 40 Millionen Euro werden investiert am DESI in Hamburg. Mit dem 3D-Röntgenmikroskop Petra IV, da wird ein Grundpfeiler für die Nanoforschung der Weltspitzenklasse gelegt. Und mit den Investitionen in Batteriezellenforschung von Fraunhofer in Münster und die weltgrößte Power-to-X-Anlage in Leuna wird Deutschland ein Vorreiter bei der innovativen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und damit für den Wohlstand der Zukunft. Ein optimistischer Blick in die Zukunft ist möglich. Und ich finde auch, dass dieser Haushalt zeigt, es ist möglich, dass wir in zukünftige Generationen investieren und gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten. Das ist kein Widerspruch. Und für die kommenden Jahre wird trotzdem wichtig sein, auch den Haushalt nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ stärker zu konsolidieren und auf Zukunft zu drehen und besonders in Bildung und Forschung zu investieren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Haushälterinnen und Haushältern für dieses Ergebnis. Für diesen tollen Haushalt und danke an Sie für die Aufmerksamkeit. Und der nächste Redner ist Markus Bühl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die AfD-Fraktion hat in den Haushaltsberatungen für ein umfangreiches Bund-Länder-Schulsanierungsprogramm geworben und einen Gesetzentwurf dazu eingebracht. Die marode Substanz unserer Schulen ist ein massives Problem. Was nützt das neueste Tablet, wenn keine Lehrer da sind, um zu unterrichten, die sanitären Einrichtungen nicht funktionieren, der Putz von den Wänden fällt oder Fenster nicht zu öffnen sind? Der immens hohe Investitionsrückstand wird mittlerweile auf über 50 Milliarden Euro beziffert und belegt die anhaltende Vernachlässigung der Schulinfrastruktur durch die Bundesländer. Wir fordern einen Schulinvestitionsfonds für die Kommunen, an dem sich Bund und Länder mit jeweils 30 Milliarden Euro in den kommenden Jahren beteiligen. Um Bildung zu vermitteln, brauchen wir genügend Lehrer und moderne Schulgebäude, und das sieht es katastrophal aus. Die vielen Unterrichtsausfälle sind ein Skandal. Die Verantwortlichen in den Ländern hatten genug Zeit, für mehr ausgebildetes Personal und sanierte Schulen zu sorgen. Das von Ihnen geplante Startchancenprogramm ist eine vollkommen unzureichende Antwort auf diese drängende Frage. Gemäß linksgrünem Zeitgeist ist einer der Punkte ein Investitionsprogramm für klimagerechte Schulen in sozialen Brennpunkten. Der Regierungsentwurf sah ursprünglich 500 Millionen Euro auf Bundesseite für dieses Jahr vor. Noch beim FDP-Dreikönigstreffen am 6. Januar rühmte der Finanzminister vollmundig die Bildungsmilliarde. Jedoch war zu dem Zeitpunkt längst klar, dass die vielbeschworene Bildungsmilliarde lediglich 200 Millionen Euro auf Bundesseite und 300 Millionen Euro zweckgebundene Mittel der Länder durch Mehrwertsteuerumverteilung betragen würde. Gemessen am extrem hohen Sanierungsstau bei Schulgebäuden in unserem Land ist das allenfalls ein Feigenblatt statt einer ernsthaften Lösung. Wir müssen die bauliche Substanz unserer Schulen endlich verbessern. Und da brauchen wir kein Etikett wie klimagerechte Sanierung, sondern eine funktionale Sanierung. Es muss funktionieren, und das tut es mit Ihrer Politik nicht. Einen weiteren Fehler begehen Sie bei der Vernachlässigung der beruflichen Bildung. Die sinkenden Ausbildungszahlen im Handwerk und in der Industrie sind eine Katastrophe für unsere Wirtschaft. Es ist höchste Zeit, dass die berufliche Bildung wieder umfassend wertgeschätzt und intensiv gefördert wird, anstatt sich einseitig auf akademische Laufbahnen zu konzentrieren. Wir können diesem Haushalt nicht zustimmen. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin ist Dr. Caroline Wagner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin. Gemäß der rechtsbraunen Ideologie meines Vorredners war die Rede gespickt davon, auf Probleme hinzuweisen und irgendwelche Angstgebilde aufzufahren, aber überhaupt gar keine eigenen Lösungen zu präsentieren. So kennen wir sie, so ist das nun mal. Allgemein bekannt sollte sein, dass der Bundeshaushalt etwas komplexer ist als ein Privathaushalt, auch wenn man sich vielleicht ähnliche Fragen stellt. Für was kann ich das Geld ausgeben, das zur Verfügung steht? Wo muss oder kann vielleicht gespart werden? Und wo darf man auf keinen Fall sparen? Dabei merken aber einige dann nicht mehr, wie absurd ihre Vorschläge sind und bringen Kürzungen im sozialen Bereich ins Spiel, so wie eben Herr Merz. Ich warne aber davor, die Axt bei denjenigen anzulegen, die am meisten auf Unterstützung angewiesen sind. Bei der Bildungspolitik ist es ähnlich. Sie darf nicht nach Kassenlage gemacht werden. Investitionen in Bildung und Forschung kann man nicht einfach kaufmännisch verbuchen. Jeder investierte Euro vervielfacht sich zum Wohle der ganzen Gesellschaft. Und insofern ist es gut, dass größere Mittelkürzungen beim BMBF vom Haushaltsausschuss abgewendet werden konnten. Und ich danke stellvertretend Wiebke Esther und ihrem Team für kluge Verhandlungen. Da steckt ganz viel drin, was uns als SPD wichtig war und ist. Das Startchancenprogramm etwa, mit dem der Bund seinen Beitrag leistet, um nach der Vielzahl an PISA-Schocks in die Kompetenzen der Basanbildung an Grundschulen und in die berufliche Bildung und damit in Bildungsgerechtigkeit zu investieren. Oder der Beschluss zum BAföG, wir haben es schon gehört. Und noch ein ganz wichtiges Element für die SPD-Fraktion ist im Haushalt 2024 verankert. Ein Maßgabebeschluss zur Schaffung neuer Dauerstellen in der Wissenschaft. Das BMBF wird gemeinsam mit den Ländern noch in diesem Jahr ein Konzept dazu vorlegen. Für das Wissenschaftssystem ist das unglaublich wichtig, denn es muss im Wettbewerb um die klügsten Köpfe attraktiver werden. Die Arbeitsbedingungen müssen Beschäftigungsrisiken von den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nehmen und sie gerecht auf die Schultern der Arbeitgeber verteilen. Wir müssen Sicherheit und Planbarkeit für die Beschäftigten in der Wissenschaft herstellen. Dafür kämpfen wir als SPD auch bei der Novelle des WissZeit-VG. Und dass Sie, liebe Frau Ministerin, sich mit der Umsetzung des Maßgabebeschlusses an die Seite der Beschäftigten im Wissenschaftssystem stellen, freut mich ganz besonders. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit Blick auf die kommenden Jahre wird doch jedem klar, wir brauchen richtig große Investitionen in Bildung. Wir brauchen mehr Fachkräfte im Bildungswesen, wir brauchen modern ausgestattete Kitas und Schulen, frühe individuelle Förderung, Anreize zu Wandel und Fortschritt. Und dann lautet doch die Gretchenfrage, wer soll das bezahlen? Während der CDU-Vorsitzende ohne zu zögern nach unten tritt und an die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger und die Sozialkassen denkt, wüsste ich eine Gruppe, die überhaupt nicht darüber nachdenken muss, was sie sich denn noch leisten kann. Es gibt in Deutschland eine Reihe sehr, sehr reicher Menschen, die sehr, sehr leicht einen größeren Teil der Last übernehmen könnten. Allein die Milliardäre in Deutschland horten nach einer aktuellen Erhebung der Heinrich-Böll-Stiftung ein Vermögen von 1,4 Billionen Euro. Eine Zahl, die man sich kaum mehr vorstellen kann. Diese 1,4 Billionen verteilen sich auf rund 4.300 Haushalte. Oder anders gesagt, 4.300 Haushalte in diesem Land haben ein Vermögen, das fast der Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Das ist doch Wahnsinn. Das ist nicht mehr greifbar, völlig unverhältnismäßig gegenüber jeglicher geleisteter Arbeit. Wer angesichts dieser Tatsache keine Vermögens- und Reichensteuer in Angriff nehmen will, wer angesichts dieser Tatsache keine gerechte Umverteilung organisieren will, handelt unverschämt den nächsten Generationen gegenüber. Und wenn wir den Haushalt 24 noch gut gemeistert haben, so müssen wir mit Blick auf die nächsten Jahre die Verteilungsfrage stellen, und zwar die richtige, die, die den Blick nach oben wirft. Dankeschön. Die nächste Rednerin ist Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es war schon mal besser bestellt um die Bildung in Deutschland inhaltlich, aber insbesondere auch finanziell. Und wenn wir uns den heutigen Haushalt ansehen, dann, glaube ich, kann man durchaus liebevoll sagen, die Ministerin hat sich nicht unbedingt verkämpft für die Mittel in ihrem Einzelplan. Und das sieht man sehr deutlich. Schauen Sie sich die letzten 20 Jahre an. Eine stetige, jährliche, kontinuierliche Steigerung und jetzt erstmals ein massiver Einbruch im Einzelplan Bildung und Forschung. Was für ein Armutszeugnis für die angebliche Zukunftskoalition.
Und auch inhaltlich sieht es nicht besonders gut aus. Wir haben jetzt heute schon mehrfach den Dauerkalauer der letzten zwei Jahre Startchancenprogramm vernommen. Sie haben ja Aufholen nach Corona eingestampft, weil Ihnen das nicht gefallen hat. Sie haben dann verhindert, dass die Bundesfamilienministerin das Gleiche tut mit den Sprachkitas. Und dann kam nichts, gar nichts kam dann am Ende, sondern es hieß immer, es kommt Startchance. Startchance ist, und Frau Grütters hat so schön gesagt, eher keine Chance, sondern die verpasste Chance. Es kommt zu spät und es ist zu wenig. Es wird in keinem Fall die Lücken schließen, die wir in den letzten Jahren erleben mussten, insbesondere durch Corona, aber eben auch durch massive Sprachprobleme bei Kindern aus Migrationsfamilien, wo es uns nicht gelungen ist, bundesländerübergreifend mehr dagegen zu tun, dass wir sie besser integrieren. Und Startchancenprogramm wird jedenfalls nicht helfen. Stattdessen lassen Sie die Länder und Kommunen beim Digitalpakt 2.0 gnadenlos am ausgestreckten Arm verhungern. Immer noch keine Anschlussregelung für feste, gute Strukturen vor Ort, auf die sich Kommunen und Länder richtigerweise verlassen haben, für ein richtiges Programm, das unsere Schülerinnen und Schüler brauchen. Dauerverhandlungen, Dauerschleife. Und da will ich auch nicht hören, wir wollen uns da jetzt nicht gegeneinander ausspielen lassen. Natürlich tun Sie das. Natürlich tun Sie das. Und ich erwarte hier schlicht und ergreifend, dass die Bundesländer und die Kommunen insbesondere beim Digitalpakt viel mehr Planungssicherheit bekommen. Und zwar nicht nur mehr Planungssicherheit, sondern möglichst bald, denn es ist 11:55. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Anja Reinalter für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist kein Geheimnis, der Haushalt 2024 war ein hartes Stück Arbeit. Denn nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil war klar, wir müssen noch mal sehr genau prüfen und sehr genau schauen, wo gespart werden kann. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Haushälterinnen und Haushälter und an alle, die konstruktiv an den Lösungen mitgewirkt haben. Und jetzt ist es soweit. Wir bringen den Haushalt ein und ich freue mich. Und ich lege den Fokus auf die berufliche Bildung. Warum? Die berufliche Bildung ist ein Kernthema der Bildungspolitik und ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die allgegenwärtige Fachkräftekrise. Und darum sind die Gelder zur Förderung der Aus- und Weiterbildung auch sehr gute und sehr nachhaltige Investitionen in die Zukunft. Ich fange mal mit ein paar besonders wirksamen Beispielen an. Mit dem Startchancenprogramm, wir haben es eben schon gehört, mit dem Startchancenprogramm sorgen wir endlich für mehr Chancengerechtigkeit und koppeln den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft ab. Gemeinsam mit den Ländern werden wir ab dem kommenden Schuljahr bis zu 4.000 allgemein- und berufsbildende Schulen gezielt unterstützen. Und schon in diesem Jahr wird die erste Milliarde fließen. Ich bin sicher, das hat Wirkung. Und Wirkung zeigt auch das Aufstiegs-BAföG. Denn über 190.000 Menschen haben schon 2022 dank des Aufstiegs-BAföG konnten sich beruflich fortbilden. Das sind so viele wie nie zuvor. Erstmals wurde über 1 Milliarde für die berufliche Weiterbildung beantragt. Und diese Erfolgsgeschichte setzen wir fort. Wir werden 2024 noch mehr Menschen besser fördern und fit für die Zukunft machen. Ich bin sicher, auch das wirkt. Und drittens, in diesem Punkt sind wir uns sicher alle einig, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse muss dringend mehr Fahrt aufnehmen. Deswegen erhöhen wir die Mittel für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse um mehr als 30%. Wir machen Tempo, und das wird sich positiv aus dem Fachkräftemangel auswirken. Ich bin sicher. Und ein letzter Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist die politische Bildung. Ich erinnere mich gut, wie wir zusammensaßen und um die Einsparungen gerungen haben. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir uns alle einig waren, dass wir auf keinen Fall bei der Demokratieforderung sparen dürfen. Und das tun wir auch nicht. Ganz im Gegenteil. Wir investieren in unsere Demokratie. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die in diesen Tagen für unsere Demokratie gemeinsam aufstehen. Das tut gut und das macht Mut. Denn wir sind mehr und nie wieder
ist jetzt. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler auf den Tribünen. Haushaltsdebatte die zweite, sprich der zweite Anlauf. In Sachen Bildung und Wissenschaft ist die Zeit aber leider nicht genutzt worden. Wichtig, unsere Erwartung war keine Creatio spontanea, also das Erschaffen von etwas aus dem Nichts. Nein, es ist klar, dass gespart werden muss. Auch wenn wir innerhalb der Regierung eine Prioritätensetzung zugunsten von Forschung, Innovation und Bildung gerne gesehen hätten. Stichwort Wege aus der Krise heraus, denn das wären diese Bereiche gewesen. Nun aber wäre es an Ihnen gewesen, Frau Ministerin, innerhalb Ihres Haushaltes halt eben intelligent zu sparen, meint Prioritäten setzen, das Einsparen einerseits hart vornehmen und auf anderer Seite die Luft schaffen, um Investitionen zu ermöglichen. Jeder, der mal einen schlechten Haushalt machen musste, weiß an dieser Stelle, wie das funktioniert. Hier aber wird ohne Plan gespart. Die Ministerin kürzt ohne erkennbare Strategie und überall hier mal ein wenig mehr und dort mal ein wenig weniger. Damit folgt Verwirrung. Die Folge ist keine Planungssicherheit für Länder, Kommunen, Wissenschaft und Forschung. Aus den letzten Legislaturen haben wir Grundlagen für Zukunftstechnologien gelegt, die an Hochschulen außer universitären Einrichtungen alleine oder mit der Industrie beforscht werden. Batterieforschung, künstliche Intelligenz, Quantencomputing. Und wenn hier samt und sonders gekürzt wird, also Wunden gerissen würden durch Kürzungen und dann der Haushaltsausschuss das ein oder andere Pflästerchen verklebt, um es nicht ganz so schlimm zu machen, handelt es sich nicht um eine sinnvolle Politik, sondern aus meiner Sicht um Flickschusterei. Tut mir leid. Wenn man aktuell durch die Institute reist, dann hört man eben gerade dies, nämlich große Sorgen einerseits wegen der Einsparung, aber vielmehr, man weiß, man erkennt nicht, wohin die Reise gehen soll. Und insofern, wie wichtig Zukunftstechnologie sein können, sei mit einer Frage an die künstliche Intelligenz dokumentiert. Wenn man ChatGPT fragt, was ist intelligentes Sparen, dann sagt ChatGPT, intelligentes Sparen bezieht sich auf eine durchdachte und effiziente Art und Weise, Geld zu sparen. Intelligentes Sparen erfordert Disziplin und einen langfristigen Ansatz. Hätte die Ministerin mal KI gefragt, denn genau das haben wir nicht. Disziplin bezweifeln sogar ihre Haushälter und lassen sie jetzt alle Vierteljahre antanzen zur Prüfung. Langfristige Ziele, welche Forschungsfelder denn nun Priorität haben, sind nicht auszumachen. So schafft man keine Möglichkeiten, so wird man zur Ministerin der verpassten Chancen. Und Sie beweisen wieder einmal mehr, der Grat zwischen geliefert haben und geliefert sein ist ein schmaler. Rupert Stüwe erhält das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte ja schon das Privileg, heute Morgen in der Debatte zu sein, und irgendwie kriege ich das immer nicht zusammen. Heute Morgen wird vom Sparen gepredigt, und jetzt wird die ganze Zeit darüber gestöhnt, dass es tatsächlich auch in manchen Bereichen Prioritätensetzung gibt. Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz sagt, er sieht Potenziale bei den gemeinsamen Ausgaben von Bund und Ländern, um Steuererleichterungen zu finanzieren, und jetzt beklagen Sie sich, dass gemeinsame Programme wegfallen. Ich kriege das Ganze nicht zusammen. Wir beraten heute einen Haushalt in Zeiten großer Unsicherheit. Und für mich gibt es da einen Maßstab zur Beurteilung. Den Wandel, den wir jetzt erleben, den müssen wir begleiten mit diesem Haushalt, den müssen wir gestalten, und wir müssen in diesem Wandel für Gerechtigkeit sorgen. Und ich will das ganz kurz an drei Beispielen klarmachen, die mir wichtig sind in dem Haushalt. Ich will mal nicht mit der Technologie anfangen, sondern mit der Stärkung der Geistes- und Sozialwissenschaften, weil das war uns auch als SPD-Fraktion besonders wichtig. Wenn wir in einer Welt im Umbruch Entscheidungen treffen, dann geht es auch darum, welche Wirkung haben diese Entscheidungen eigentlich auf die Gesellschaft? Wer profitiert davon? Wie verteilt sich der Reichtum und verteilen sich die Perspektiven? Und da wird ein Unterschied in den Politikansätzen deutlich. Entweder man macht Politik mit einer starren Sicht auf die Welt, mit Vorurteilen und festen Meinungen,
Oder man macht das mit dem Anspruch, sich auch darüber beraten zu lassen, wie unsere Politik im Konkreten wirkt. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir die Sozial- und Geisteswissenschaften weiterhin in die Lage versetzen, das auch zu tun. Deshalb ist der Aufwuchs im Haushalt so gut. Das Zweite, im Bereich des BMBFs haben wir die internationalen Wissenschaftskooperationen gestärkt in diesem Haushalt. Auch das kann man ja mal sagen. Das ist uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Ampel besonders wichtig. Da haben wir auch einen eigenen Antrag dazu geschrieben, der auch noch dazu beraten wird. Uns ist es wichtig, dass wir nicht nur über Geld reden, sondern dass wir auch mit einer konkreten Haltungsfrage an diese Kooperation rangehen. Dass wir sagen, wir wollen internationale Kooperationen und nicht nur dort, wo es einfach ist wissenschaftlich, sondern wir wollen das auch mit dem globalen Süden, um mal ein Beispiel zu nennen. Und wir unterstützen die Wissenschaft in der Ukraine ganz konkret, bewusst und zielgerichtet, zum Beispiel durch das Programm Ukraine Digital. Und wir haben als Drittes, weil wir eine stärkere Willkommenskultur in diesem Land brauchen, noch einmal den DRD in die Lage versetzt, ein Programm für Fachkräfte neu aufzulegen. Auch das ist richtig. Und dann geht es auch um die Fragen der Gerechtigkeit und diesem Haushalt. Da sind die beiden wichtigsten Themen, BAföG und Staatschancenprogramm, schon angesprochen worden. Ich möchte noch mal zur Gesundheitsforschung schauen und zwei Themen hervorheben, die strukturell unterforscht waren in den letzten Jahren. Und das sind auf der einen Seite die Forschungsmittel für Long-Covid und ME/CFS. Wir haben dafür gute Diskussionen in diesem Haus gehabt. Wir haben das zusammen festgestellt, dass das strukturell unterforscht worden ist. Und dann gucke ich in den Antrag der Union rein, die Basis für diese gute Diskussion war. Und da steht drin, wir wollen diese Forderungen auf Basis der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umsetzen. Und jetzt? Es gibt gar keinen Antrag, diese zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu vergrößern. Im Gegenteil, die Ampel hat dafür gesorgt, dass mehr Mittel verlässlich zur Verfügung stehen, gerade in diesem Bereich. Und das Zweite ist das Thema Frauengesundheitsforschung, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Endometriose. Und wir haben ja so viel in die letzten Jahre geschaut. Da haben wir in den letzten 16 Jahren 4 Millionen € dafür ausgegeben, für diese Forschung. Jetzt haben wir diesen Anteil auch dort auf eine verlässliche Basis gestellt, 5 Millionen € für 2 Jahre Forschung zu Endometriose. Und wir haben auch die Forschung zur reproduktiven Gesundheit gestärkt. Ich sage das, weil wir bei diesem Thema eine immense Gerechtigkeitslücke haben. Wir haben angefangen, diese Lücke zu schließen als Koalition, und das war auch an der Zeit so. Der Haushalt ist natürlich ein Kompromiss. Das ist bei 3 Fraktionen immer so. Aber ich bin überzeugt, mit diesem Haushalt begleiten wir den Wandel, wir gestalten ihn und wir sorgen für mehr Gerechtigkeit. Gut, dass er jetzt beschlossen wird. Nächste Rednerin ist Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin Stark-Watzinger, Sie sind ja schon mit hohen Zielen und mit vielen Plänen in Ihre Amtszeit gestartet. Sie wollten einen Grundstein legen für ein Jahrzehnt der Bildungschancen. Sie wollten die Bedürfnisse und die Anliegen junger Menschen in den Mittelpunkt rücken und ihnen in dieser Bundesregierung Gehör verschaffen. Seitdem sind ja gerade mal 2 Jahre vergangen. Und feststellen müssen wir leider das genaue Gegenteil. Die jungen Menschen in Deutschland fühlen sich von dieser Bundesregierung leider einfach im Stich gelassen. Und sie sind angetreten mit dem Anspruch, das BAföG ernsthaft und strukturell zu reformieren. Ich erinnere mich noch sehr gut an die beiden Debatten zu diesen ersten kleinen Mini-BAföG-Reförmchen, das Sie gemacht haben. Was haben die Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktionen uns da nicht alles versprochen? Für die zweite, für die richtige, für die große BAföG-Reform. Die Erwartungen waren entsprechend hoch. Das Ergebnis ist jetzt nicht abgestimmter Referentenentwurf, der meilenweit hinter dem, was wir erwartet haben, zurückbleibt und der mehr Profilierung für die Ministerin ist als eine Problemlösung für die, die wirklich betroffen sind von den Themen. Teilzeitförderung fehlt. Vorschlag zur Digitalisierung des Antrags und des Bearbeitungsprozesses fehlt. Und vor allem die Erhöhung der Bedarfssätze nach 2 Jahren Rekordinflation. Ja, wo bleibt denn da die deutliche Unterstützung für die jungen Menschen?
Ich kann es Ihnen sagen, sie fehlt. Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, eine Erhöhung der Bedarfssätze wäre nicht notwendig, das ist geradezu ein Schlag ins Gesicht von denjenigen, die auf das BAföG angewiesen sind. In welcher Realität leben Sie denn da, wenn Sie sowas sagen? Sie haben mit dem Referentenentwurf fürs BAföG alle Hoffnungen auf eine große BAföG-Reform beerdigt. Deswegen verwundert es nicht, dass der Koalitionspartner dann innerhalb von wenigen Stunden nach Bekanntwerden direkt Nachbesserung gefordert haben, um zu retten, was zu retten ist. Es hilft aber nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und der SPD, so wie heute hier mehrfach passiert, dass Sie jetzt versuchen, in den Haushaltsberatungen so einen psychologischen Trick zu machen. Sie verkaufen die Finanzmittel fürs BAföG als ein Plus von 150 Millionen Euro. Dabei sind es in Wahrheit halt nur 150 Millionen Euro weniger als die Kürzungen, die Sie ursprünglich angedacht hatten, nämlich das Minus von 700 Millionen Euro. Es ist peinlich und einer ehrlichen Debatte nicht würdig. So, und es ist nicht nur das BAföG, das beweist, dass die jungen Menschen in der Bundesregierung keine Stimmen haben. Erinnern wir uns zurück an das Debakel zu dem 200-Euro-Zuschuss, als wir ewig darauf warten haben müssen. Und was ist eigentlich mit den KfW-Studienkrediten? Da gab es mal einen kurzen Aufschrei in der Koalition, aber jetzt versteckt man sich scheinbar hinter der Aussage, geht halt irgendwie nicht und hofft, dass es niemand mehr zur Sprache bringt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich frage Sie, wollen wir wirklich so mit den jungen Menschen in unserem Land umgehen und mit der Zukunft unseres Landes? Das ist kein Jahrzehnt der Bildungschancen. Von dem Anspruch ist heute nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil. Frau Abgeordnete, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bin im letzten Satz. Ganz im Gegenteil, Sie sind die Ministerin der verpassten Chancen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Geben Sie den jungen Menschen die Hoffnung zurück. Die nächste Rednerin ist Marlene Schönberger für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen. Schulen sagen Projekttage mit Meet Your True ab, weil sie seit dem Terrorangriff der Hamas die Sicherheit der Gäste in den Klassenzimmern nicht mehr gewährleisten können. In jüdischen Schulen können Eltern Kinder zum Teil nur einzeln abholen, um die Opferzahl bei einem Anschlag gering zu halten. Lehrkräfte berichten, dass sie sich alleingelassen fühlen, wenn sie sich gegen Antisemitismus stellen. Liebe Kolleginnen, wohin es führt, dass wir antisemitische Kontinuitäten hingenommen haben, das zeigt die Spur des antisemitischen Terrors, die sich nach 1945 durch die Bundesrepublik zieht, wie zuletzt in Halle. Gerne mal zuhören. 20-30% der Menschen in Deutschland haben latent oder offen antisemitische Einstellungen in allen gesellschaftlichen Gruppen, unabhängig vom Bildungsabschluss. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch an Unis zu israelfeindlichen Demos, zu Antisemitismus in Studierendenparlamenten, zu Israelhass durch Dozierende kommt. Und es sollte nicht die Aufgabe von jüdischen Studierenden sein, auf diese Missstände hinzuweisen, und doch bleiben sie oft allein, weil die Mehrheit schweigt. Und hier möchte ich Ihnen, Frau Ministerin, ausdrücklich danken für Ihre klaren Worte angesichts dieser Missstände. Mit diesem Haushalt stärken wir den Kampf gegen Antisemitismus und fördern jüdisches Leben wie nie zuvor. Über alle Einzelpläne hinweg sind es 100 Millionen Euro zusätzlich. Doch das kommt spät, sehr spät. Das antisemitische Weltbild ist weit in unserer Gesellschaft verbreitet. Sicherheitsarchitektur und Strafrecht greifen erst dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Was es jetzt braucht, ist flächendeckende, antisemitismuskritische Bildungsarbeit, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Wir müssen auf die MultiplikatorInnen schauen, auf die Ausbildung von PädagogInnen, auch in Sicherheitsbehörden im Übrigen, auf Lehrpläne und Schulbücher. Als Bund stellen wir nicht nur klare Ansprüche an die Länder, sondern wir stehen ihnen auch zur Seite. Das zeigt dieser Haushalt. Gemeinsam mit anderen Häusern und der Bundeszentrale für politische Bildung stärkt dieser Etat antisemitismus- und rassismuskritische Bildungsarbeit, Demokratiebildung,
in Schulen und Hochschulen sowie in der Erwachsenenbildung. Eine verstärkte Forschungsförderung im Bereich Antisemitismus fundiert pädagogisches Handeln mit Wissen. Das ist Demokratiebildung in Reinform, liebe Kolleginnen. Und fast alle hier im Haus werden zustimmen, dass es die jetzt dringend braucht. Der nächste Redner ist Thomas Jatzombeck für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit rund 21,5 Milliarden Euro ist dieser Haushalt scheinbar so groß wie im letzten Jahr. Vermeintlich sogar ein Fitzelchen größer, so titelt Bundestag.de, es gäbe eine Erhöhung. Doch, meine Damen und Herren, gucken wir mal zur Haushaltsklarheit und Wahrheit. Wir haben erstmalig in diesem Jahr kein Sondervermögen mehr für den Digitalpakt. Sie haben es aufgelöst, milliardenschwer. Und jetzt muss aus diesem Haushalt 1,25 Milliarden für den Digitalpakt erbracht werden. Das sind 6%, also ein Minus von 6%. Gucken wir auf eine zweite Zahl. Nach den gängigen Instituten ist die Inflation im Dezember 2023 zum Dezember 2022 6% gewesen. Das wiederum sind weitere 1,2 Milliarden. Das heißt, in realen Größen verlieren wir in diesem Jahr 2,5 Milliarden Euro in diesem Haushalt. Und das merken Sie an allen Ecken und Enden. Kaum ein Tag geht zu Ende, ohne dass Sie Kürzungen sehen. Von der DDR-Forschung über die Batteriezellen bis hin zu den BAföG-Beziehenden, denen über eine halbe Milliarde aus dem Haushaltstitel gestrichen wird. Und was dazu führt, dass Sie, Frau Ministerin, den BAföG-Beziehenden noch vorrechnen, dass Sie sogar 200 Euro mehr bekommen, als Sie eigentlich bräuchten. Ich finde das merkwürdig, um das ganz vorsichtig zu sagen. Und Sie merken, die Leute merken, dass es so viel Steuereinnahmen gibt wie noch nie zuvor. Sie haben auch Geld für andere Projekte. Fast 10 Milliarden Euro mehr in A und S, die Hälfte dessen, was überhaupt für Bildung und Forschung zur Verfügung steht. Und jetzt, Frau Ministerin, wäre es eigentlich Ihre Aufgabe, Prioritäten zu setzen. In der Zeitenwende, wo wollen Sie denn hin? In welche Technologien? Die Zukunftsstrategie, die Sie vorgelegt haben, hat allerdings überhaupt keine Selektion vorgenommen. Da ist einfach alles drin. Und Sie haben auch noch neue Themen draufgelegt. 20-mal findet sich in der Zukunftsstrategie das Wort soziale Innovation. Sie haben sogar eine eigene Beauftragte eingestellt. In der ersten Förderlinie, seit es diese Zukunftsstrategie gibt, dem DATI-Piloten, sind allerdings 20% der Mittel jetzt an soziale Innovationen vergeben worden. Das heißt, es fehlen 12% in diesem Budget, und von dem, was jetzt da ist, wird in neuen Förderlinien auch noch in neue Themen investiert, was der klassischen Wissenschaft und Forschung fehlt. Und Sie können soziale Innovationen machen. Aber dann, Frau Ministerin, müssen Sie auch mehr Mittel drauflegen, um das gegenzufinanzieren. Und deshalb, Frau Ministerin, Sie müssen endlich Prioritäten setzen. Sie müssen der Wissenschafts- und Forschungsgemeinschaft Zuverlässigkeit und Planungssicherheit geben und zeigen, welche Themen sind Ihnen wichtig. So ist es heute ein Haushalt der verpassten Chancen. Vielen Dank. Das Wort erhält die fraktionslose Abgeordnete Nicole Bröke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Parteien der Ampelregierung und ganz vorneweg Sie, Frau Stark-Watzinger, als Bildungsministerin, Sie haben ein Aufstiegsversprechen gegeben. Im Koalitionsvertrag haben Sie geschrieben, dass Sie allen Menschen unabhängig von der Herkunft beste Bildungschancen bieten werden. Sie haben das Jahrzehnt der Bildungschancen ausgerufen. Kolleginnen und Kollegen, das Gegenteil ist aber eingetreten. Bildungsbiografien werden nach wie vor vererbt. Immer weniger Menschen gelingt der Bildungsaufstieg, und das ist die Folge Ihrer Politik. Und jetzt weiß ich auch,
Jetzt weiß ich auch, dass schon die Jahre und Jahrzehnte vorher, als nicht die Ampel, sondern andere regiert haben, ein einziges bildungspolitisches Versäumnis waren. Aber seit 2 Jahren sind Sie jetzt eben dran, und das ist genug Zeit, um die Weichen für einen Aufbruch in der Bildung zu stellen. Und das machen Sie nicht, denn statt zu investieren, kürzen Sie. Das ist die Situation, und das ist ein Skandal. Was Sie in den letzten Wochen gemacht haben, ist, dass Sie, weil es eben auch Druck von außen gab, die Kürzungen wieder ein bisschen gekürzt haben, dass Sie Haushaltstitel hin und her geschoben haben, damit es nicht ganz so schlecht aussieht, und dass Sie schöne Worte für schlechte Zustände gefunden haben, dass Sie es eben jetzt Konsolidierung nennen. Aber es ist, was es ist. Es ist keine soziale Politik, und es ist auch das Gegenteil einer Politik von Chancen und Möglichkeiten. Und das ist Gift für unsere Gesellschaft. Das BAföG war mal das Instrument für den Bildungsaufstieg, damit Kinder aus ärmeren Familien studieren können. Aber Sie haben nicht vor, das BAföG wieder zu diesem Instrument zu machen. Die geplante Strukturreform ist Kosmetik und keine Trendwende. Sie werden nicht aktiv gegen den Sanierungsstau an Schulen und Hochschulen. Sie legen nichts auf den Tisch, wie man Lehrkräftemangel beheben kann. Die linken Ideen zum Ausbau von Lehramtsstudienplätzen haben Sie kategorisch abgelehnt. Bei der beruflichen Bildung passiert auch fast nichts. Der Berufsbildungspakt nimmt keine Formen an. Bei der Berufsorientierung sparen Sie ein. Die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise lassen Sie ersatzlos auslaufen, und der Digitalpakt läuft auch aus. Das Konzept für den Nachfolger ist vertagt auf 2025. In diesem Jahr passiert nichts. Und die Ampel entgegnet auf all diese Kritikpunkte. Auf all diese Kritikpunkte, ja, aber wir haben jetzt das Startchancenprogramm. Kolleginnen und Kollegen, das ist absurd. Dieses Programm ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Es ist zu wenig, zu punktuell und übrigens auch zu wenig strukturell, um so etwas wie eine Allzweckwaffe für die Bildung zu sein. Kolleginnen und Kollegen, in diesen Zeiten lautet die wichtigste Antwort des Bundes in der Bildungspolitik, lautet die wichtigste Antwort auf die Herausforderung nach sozialer Gerechtigkeit in der Bildung, mehr Geld. Viel mehr Geld für die Bildung, für Lehrkräfte, für Schulgebäude, für individuelle Förderung. Das ist die wichtigste Antwort. Drücken Sie sich nicht weiter davor, diese Antwort zu geben. Vielen Dank. Und der letzte Redner in dieser Aussprache ist Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Ihnen als gefühlt 50. Redner dieser Debatte sicherlich nicht erzählen, unter welch schwierigen Bedingungen wir diesen Haushalt 2024 im Bundestag verhandelt haben. Ich tue es aber trotzdem. Als jemand, der aus der Forschung kommt und weiß, zu was unsere Forschung in diesem Lande imstande ist, oder besser noch, was Forschung in diesem Lande imstande sein kann, wenn wir sie denn lassen. Als so jemand habe ich tatsächlich einigen Anlass zur Nachdenklichkeit. Es wird in diesem wie in den folgenden Haushaltsjahren sicher darum gehen, zu schauen, wo die Möglichkeit besteht, durch Prozess- und Organisationsoptimierung Einsparpotenziale zu identifizieren und das ist die politische Aufgabe, diese Potenziale auch zu realisieren. Ich erwähne in diesem Zusammenhang, und das so als kleines Signal Richtung Ministerium, zum Beispiel die Organisation der projektorientierten Forschungsförderung. Hier erscheint es mir möglich, die Prozesse für alle Beteiligten zu optimieren und gleichzeitig signifikant Haushaltsmittel einzusparen. Ebenso wichtig erscheint es mir im Rahmen der neuen Roadmap für nationale Forschungsinfrastruktur, belastbare, transparente und nachvollziehbare Kriterien in Anwendung zu bringen, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Forschungsinfrastruktur der Bund in Zukunft realisieren will. Um es einmal deutlich zu sagen, 2024 mit Blick auf die kommenden Jahre ist leider keine Ausnahme. Die Aufstellung des Bundeshaushaltes wird in den kommenden Jahren sicherlich noch herausfordernder werden. Wir müssen genau hinschauen, wofür wir unser Geld ausgeben werden. Dabei sind aus meiner Sicht 2 Faktoren wichtig. Zum einen bedarf es eines Mechanismus, der dann greift, wenn ein Projekt bereits in der Realisierungsphase zu scheitern droht und der die Möglichkeit eröffnet, ein Projekt auch einmal zu stoppen, bevor es zu einem Milliardengrab wird. Ebenfalls bedarf es in diesem Zusammenhang gut messbarer Meilensteine und Zielsetzungen, die während eines laufenden Projektes dessen Fortschritte transparent machen. Zum anderen müssen wir uns Gedanken machen, wie gutes Management bei Großforschungsprojekten in Zukunft aussehen soll. Es bedarf eines fairen Ausgleichs zwischen Ambition und Wirklichkeit.
Auch deshalb, weil sich die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form gerade in diesem Bereich als Innovationsbremse entpuppt. Nicht ohne Grund haben gerade heute die Wirtschaftsweisen eine Veränderung der Schuldenbremse, insbesondere im Hinblick auf Zukunftsinvestitionen, angemahnt. Denn wir alle in diesem Haus wissen doch, jeder Euro, der in den Bereich Forschung und Entwicklung investiert wird, bringt unserer Gesellschaft später ein Vielfaches, nicht nur an Einnahmen, sondern wirklich als gesellschaftliche Errungenschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so herausfordernd die Gesamtlage auch sein mag, es gibt sie. Die Projekte im Forschungsbereich, auf deren Aufsetzung wir in diesem Jahr durchaus stolz sein können. Wir bringen das Einstein-Teleskop als transnationales europäisches Projekt auf den Weg. Polarstern 2 als Leuchtturmprojekt von Klima- und Arktisforschung ist durchfinanziert. Auch der Einstieg in die Finanzierung von Petra 4 als einzigartigem Instrument der Material- und Biowissenschaften stellt einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung des Forschungszentrums DAISY in Hamburg dar. Darüber hinaus wird der Bund seine Zusagen des Mittelaufwuchses im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation auch in diesem Jahr gerecht. Allerdings werden wir uns in Zukunft sicherlich die Frage stellen müssen, wie es gelingt, mehrjährige Projekte so zu organisieren, dass sowohl die Freiheit als auch die Planungssicherheit der Organisation gewährleistet werden, ohne dass dabei zugleich die Selbstbewirtschaftungsmittel im Laufe der Zeit exorbitant anwachsen. Nicht zuletzt haben wir mit der Standortentscheidung für die DATI in Erfurt natürlich einen weiteren Meilenstein für diese Organisation gelegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben allen Anlass, stolz auf unseren Forschungsstandort zu sein. Und lassen Sie mich noch ein Wort sagen. Wir sind in dem Academic Freedom Index auf Platz 1 weltweit. So viel zum Thema Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Wir in der Ampel werden auch dafür in Zukunft die entsprechenden forschungspolitischen Weichen stellen. Vielen Dank. Gute Nacht oder guten Abend. Nee, noch nicht gute Nacht. Hier kommt noch eine Abstimmung. Also, ich schließe jetzt erstmal die Aussprache. Und damit kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan 30, Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das ist die Opposition. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Einzelplan 30 angenommen. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.